Stellen Sie sich einen Apothekerschrank vor, nur dass in den kleinen Fächern und Schubladen keine Medikamente sind, sondern Geschichten. Ein alter Antiquar gibt Menschen in Notlagen aus diesem Apothekerschrank Hilfe. An den Ort führt uns Thomas Franke mit seinem neuen Buch Das Haus der Geschichten. Herzlich willkommen bei Auserlesen und schön, dass du da bist. Schön, dass ich kommen konnte. Ein tolles Buch, hat mir richtig doll Spaß gemacht. Eigentlich so mein Lieblingsbuch des Jahres, würde ich sagen. Aber ehe wir uns damit beschäftigen, wollte ich kurz mal über dich reden. Einfach, damit man ein bisschen den Autor dahinter kennenlernt. Du bist Sozialpädagoge. Hattest du schon immer so eine soziale Ader? Hast kleinen Kindern im Buddelkasten geholfen, wenn Stärkere sie vermöbeln wollten oder so? Das eher nicht. Wahrscheinlich gehörte ich eher zu den kleineren Kindern, denen geholfen werden musste. Die beschützt werden mussten. Genau. Es waren ein paar Umwege, die mich denn in diesen sozialen Beruf geführt haben. Ich habe eigentlich erst einen handwerklichen Beruf gelernt und dann irgendwann gemerkt, das ist nicht so ganz meins. Vielleicht auch, weil ich handwerklich gar nicht so geschickt bin. Und insofern bin ich dann auch über den Zivildienst damals übrigens irgendwann im sozialen Bereich gelandet. Und es macht dir Spaß? Ja. Wie muss man sich da deinen Alltag vorstellen? Was musst du hauptsächlich machen? Ja, hauptsächlich machen. Also ich sitze viel am Schreibtisch und habe viele Teamsitzungen, viele Gespräche. Also ich bin bei einem Träger, der Menschen mit Behinderung betreut bzw. an den Lebensbereich Arbeit heranführt. Und bin dort für 4 Standorte verantwortlich, habe also viel mit den Mitarbeitern zu tun und mit den Menschen mit Behinderung gar nicht so ganz viel. Also du hilfst deinen Mitarbeitern, dass die ihre Arbeit mit diesen Menschen gut machen können, sozusagen. Das hoffe ich zumindest, ja. Und gibt es dann manchmal Klagen? Also gibt es das auch, dass die behinderten Menschen dann sagen, das funktioniert hier aber nicht gut oder das nervt mich oder die Tür ist zu schmal oder ich werde doof behandelt oder so? Ja, also es gibt immer ausreichend Dinge, über die man sich aufregen kann. Das ist aber auch ganz in Ordnung so. Mhm. Da kommt es immer wieder zu Themen. Aber insgesamt habe ich den Eindruck, fühlen sich unsere Leute schon ganz wohl bei uns. Freut mich, das zu hören. Machen wir den Kreis ein bisschen kleiner, von der Arbeit zu euch als Familie. Da haben wir ein Bild, muss ich erst noch dazu fragen, ist das überhaupt deine Familie? Wie viele Kinder sind das? Ja, das sind eindeutig zu viele Kinder für meine Familie. Da haben sich doch noch ein paar mehr ins Bild geschlichen. Genau, das ist anlässlich der Geburtstagsfeier meines Sohnes, wo ich den Gästen eine kleine Geschichte erzähle, die dann mit einer Schatzsuche verbunden ist. Ah, aber da sieht man den Geschichtenerzähler schon mal mit im Bild sozusagen. Haben wir noch ein paar mehr Bilder? Wen ruderst du da über den See? Ja, da rudere ich meinen älteren Sohn Mattes im Playmobil-Land über einen See hin zum Piratenschiff. Oh, ja. Also auch wieder Schatz, zumindest, oder die Anklänge. Piraten, Schätze, Geschichten. Genau. dann haben wir noch ein Bild von euch zusammen. Das ist jetzt deine Familie, genau. Ne? Das ist die vollständige Familie. Das sieht nicht nach Berlin aus. Das ist in Franken, da sind wir gerade im Urlaub, war vor kurzem. Da schien Sage mal, Sonne. Hat dein Sohn da schon wieder einen Piraten? Ja, sowas Ähnliches. Hut auf. Sowas Ähnliches, genau. Der Kleine dahinter ist der Malte, der ist jetzt 8 Monate, meine Frau Anne und ich. Mhm. Schön. Da muss ich doch gleich fragen, was sind so deine Hobbys? Offenbar Klettern. Ja, neben dem Schreiben ist Klettern schon auch eines meiner Hobbys, was ich nicht mehr so intensiv machen kann, wie ich es gerne wollte. Aber weil deine Frau dir verbietet und sagt, du hast jetzt 2 Kinder, du darfst nicht abstürzen? Weil es doch an der Zeit ein bisschen mangelt. Okay. Aber so einmal die Woche, hoffe ich, kriege ich es meistens auf die Reihe. Wahnsinn, das ist oft, ja. Und ein Bild haben wir noch, wo man euch in einer misslichen Lage sieht. Was ist da passiert? Okay, das ist eigentlich eine etwas längere Geschichte. Da waren wir in Neuseeland unterwegs nach einer großen Flutkatastrophe. Da hatten wir eben Urlaub gemacht und sind eine schöne malerische Straße nach Pipiriki entlang gefahren. Und, klingt exotisch. Ja, war auch recht exotisch, war sehr interessant. Man hat so gut wie keine Menschen gesehen. Es gab auch kaum Ansiedlungen und es gab nur eine ausgesprochen schlechte Straße. Und dann waren wir kurz vor Ende der Straße, gerieten wir dann in so eine Schlammlawine. Oh. Meine Frau war noch der Meinung, wir sollten vielleicht, also die war schon da, die ist jetzt nicht über uns gerollt, sondern die war schon da. Und meine Frau war der Meinung, wir sollten vielleicht umkehren. Ich war der Meinung, dazu habe ich keine Lust. Wir probieren es einfach mal. Und das ist das Ergebnis. Das ist dabei rausgekommen. Genau. Okay. Aber wir wurden aus dieser misslichen Lage dennoch befreit und haben auf diese Weise auch 2 sehr nette Einheimische dort kennenlernen dürfen, die uns dann da
die euer Auto mit ihrem Jeep rausgezogen haben. Ja. Okay. Gehört zu so einem Abenteuer irgendwie dazu oder zu so einem Urlaub. Genau. Jetzt hast du gesagt, dass neben dem Schreiben Klettern dein Hobby ist. Kommen wir mal zum Schreiben. Seit wie vielen Jahren schreibst du denn? Das ist eine gute Frage. Also ich denke so seit 13, 14 Jahren ungefähr. Und dann habe ich... Da sitzt du da an deinem Schreibtisch immer, genau, und das ist schreibst Geschichten. Der Arbeitsplatz mit einer kleinen Pause, aber so ungefähr 13, 14 Jahre. Das ist eine lange Zeit. Wie findest du denn bei deinen zwei kleinen Kindern Ruhe fürs Schreiben? Hängen die dann nicht am Arm und sagen, Papa, spiel mit mir? Wenn ich das am Nachmittag machen würde, wäre es wohl so. Deswegen schreibe ich, wenn sie schlafen. Also früh am Morgen, so wenn ich frei habe, so gegen 4, stehe ich dann auf und nutze die Zeit, solange alle schlafen. Aha, das würde ich, glaube ich, nicht schaffen. Früh um 4. Und da kommen dir auch gute Gedanken, ja? Zumindest mehr als abends, wenn ich dann von einem langen Tag K.O. bin und mich dann versuche, an den Computer zu schmeißen. Und bist du ein Typ, der an jedem Satz feilt? Oder schreibst du erstmal wie im Rausch die Rohfassung hin und dann fängst du an zu basteln? Kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, weil es ganz unterschiedlich ist. Es gibt Geschichten, die flutschen einfach so auf die Tastatur. Und dann gibt es Geschichten, wo ich sitze und grüble, mir die Haare raufe und wirklich jedes Wort quasi zweimal umdrehe, bevor ich dann zufrieden bin. Wie war das beim Haus der Geschichten? Genau so. Haare raufend? Es gab einige, da sieht man vielleicht noch die Haare im Buch hängen. Also es gab einige, da habe ich wirklich lange gekämpft. Und es gab andere, die, wo es wirklich relativ einfach ging. Mhm. Ja, ich werde wahrscheinlich nie erfahren, welche die einfachen und welche die schwierigen waren. Es liest sich einfach wie in einem Guss und richtig toll. Allerdings ist dein Held hier im Haus der Geschichten, Marvin, ein erfolgloser Autor. Hast du das so als Gegenstück zu dir selber konzipiert? Das kann ich, glaube ich, nicht unbedingt so sagen. Also spiegelt schon, er ist jetzt nicht unbedingt, also... Er ist nicht du, sozusagen. Ist, genau, also er spiegelt mich jetzt nicht unbedingt wider. Aber zumindest diese Erfahrung, auch erfolglos zu sein, Absagen zu bekommen, das kenne ich schon sehr gut. Also insofern konnte ich mich da sehr gut in ihn hineinversetzen. Nur, dass dein Buch erschienen ist und seins bisher nicht in der Geschichte zumindest, ist er da ganz erfolglos. Er jobbt in einem Antiquariat. Habe ich ja vorhin schon mal erzählt. Und da gibt es einen Keller und dort einen alten Schrank. Und auf den Schubladen stehen interessante Dinge. Muss ich einfach mal ein Stückchen lesen. Bei chronischem Agnostizismus las er darauf. Oder bei klerikaler Verkrustung. Ein Fach enthielt das Stichwort bei akutem Nihilismus und ein weiteres bei fortschreitender geistlicher Hybris. Stirnrunzelnd las Marvin weiter. Bei rezidivierendem Materialismus. Das ist natürlich jetzt, also klingt sehr medizinisch. So kompliziert, wie es da klingt, ist die Geschichte gar nicht. Aber was hat es mit diesem Schrank auf sich? Warum stehen da so komische Sachen dran? Ja, na, dieser Schrank hat eben als Hintergrund die Idee, zum einen, dass es Erkrankungen gibt oder vielleicht auch Schwierigkeiten gibt im Leben von Menschen, die man, sag ich mal, mit der normalen Medizin oder auch mit der normalen Psychologie vielleicht gar nicht unbedingt ergreift. Und dadurch, und das wird in dieser Geschichte eben aufgegriffen, und da gibt es eben auch ein besonderes Medikament. Und das Medikament sind in diesem Fall eben Geschichten. Für diese verschiedenen Kopferkrankungen. Ich glaube, so nennt der alte Antiquar, nennt die, glaube ich, Kopferkrankungen oder sowas. Mhm. Weiß ich nicht mehr. Lese ich mal noch mal eine kleine Stelle, gleich kurz nach der, die wir eben hatten. Weder die Pharmaindustrie noch die moderne Psychotherapie interessieren sich sonderlich dafür. Aber das bedeutet nicht, dass sie weniger real wären oder weniger gefährlich wären. Also diese Schwierigkeiten, in die man kommen kann. Sie können so quälend sein wie Migräne, so hartnäckig wie Lippenherpes und so tödlich wie Krebs. Oft allerdings sind wir uns ihrer gar nicht bewusst, weil ihre Auswirkungen so subtil sind wie die von Bluthochdruck oder Diabetes. Ist natürlich krass, sowas wie ein Vertrauensdefizit oder abgestumpft sein mit sowas Heftigem wie Krebs zu vergleichen. Wie würdest du denn sagen, warum sind die so wichtig, diese abgestumpft sein oder Vertrauensdefizit oder sowas? Du stellst sie ja in dem Buch als was sehr Gravierendes dar. Na, ich glaube, dass wir als Menschen eben sehr von Begegnung, sehr von Beziehungen leben, von Beziehung zu anderen Menschen, aber ich glaube auch von der Begegnung mit Gott. Und wenn hier Schwierigkeiten auftreten, dann wirkt sich das, glaube ich, auch ganz gravierend aus. Und dann bestimmt das unser Leben eben auf sehr starke Weise. Und da finde ich,
Also wenn jetzt zum Beispiel jemand nicht vertrauen kann, wie würde sich das dann auswirken? Na, ich glaube, so ein Vertrauensdefizit wirkt sich in allen Lebensbereichen aus und führt natürlich auch zu einer ganz starken Vereinsamung. Und damit auch ein Stück weit zu einer Verkrüppelung eines Menschen. So empfinde ich das. Und ein Stück weit ist es ja auch so, dass diese Geschichten und diese Fragestellungen, die in diesem Buch berührt werden, durchaus auch manchmal meine eigenen Fragestellungen berühren. Also ich sehe mich jetzt nicht unbedingt als jemand, der sich berufen fühlt, alle Menschen zu belehren, sondern eher als jemand, der selber seine Fragen hat und diese Fragen stellt und versucht, ihnen durch diese verschiedenen Geschichten eben auch zu begegnen. Das, finde ich, merkt man auch auf jeden Fall beim Lesen. Es sind ja Geschichten, die selber wieder Fragen aufwerfen oder so verschiedene Ideen, Lösungsansätze bringen. Zum Beispiel die eine Geschichte mit den Hamstern. Da gerät die, also muss man erstmal anders erklären, das sind Geschichten in der Geschichte sozusagen. Es ist nicht der Roman, sondern es ist eine Geschichte aus dem Apothekenschrank. Und da gerät der Held in einen Hamsterkäfig und ist selber dann Hamster sozusagen. Und die verschiedenen Hamster haben verschiedene politische Ansichten, möchte ich es mal nennen, oder? Da sind da die Revoluzer und da sind die, wir müssen einfach in unserem Laufrad weiterlaufen. Und er, der nun sagt, es gibt da etwas außerhalb des Hamsterkäfigs, wird dann ausgelacht und so. Also da merkt man, dass du hast nicht einen Hamster ausgewählt, der jetzt die Wahrheit verkündet und alle anderen sind blöd, sondern jeder hat seine griffigen Argumente, warum man Revolutionen machen sollte oder warum man weiterlaufen sollte. Stimmt es absolut, finde ich, dass du nicht wie ein Lehrmeister jetzt eine Antwort nach der anderen nur raushaust oder so. Der alte Antiquar fasst diese Kopf- oder wie du sagst, wenn ein Mensch verkrüppelt ist innerlich oder sowas, fasst er mit Wirklichkeitsentfremdung zusammen. Wie passiert es, dass wir uns der Wirklichkeit entfremden? Ich glaube, das ist eine Grundkrankheit von uns Menschen, dass wir uns immer wieder der Wirklichkeit entfremden, weil die Wirklichkeit eben größer ist. Das glaube ich zumindest, die Wirklichkeit größer ist als das, was wir eben direkt anfassen können, was wir vor Augen haben. Und sicherlich auch größer ist als das, was wir mit dem Verstand begreifen können. Und das mögen wir nicht so besonders, wenn wir etwas nicht verstehen oder wenn uns etwas nicht auf den ersten Blick durchschaubar erscheint. Und dann beginnen wir uns eben auch zurückzuziehen und uns der Wirklichkeit auch ein Stück weit zu entziehen und zu entfremden. Vielleicht, weil sie dann auch nicht so bedrohlich für uns ist. Oder wir glauben dann, das besser unter Kontrolle zu haben. Aber ist es denn überhaupt das Ziel, der Wirklichkeit so nah wie möglich zu kommen? Wenn ich glücklich bin, ist doch egal. Dann glaube ich halt was Falsches, aber ich bin glücklich und lebe glücklich mein Leben. Dann muss ich immer an das Zitat denken von Cypher in dem Film Matrix, wo er sagt, selig sind die Unwissenden, glaube ich, oder? Nee, Unwissenheit ist ein Segen, sagt er doch dann. Und will einfach belogen werden, damit er glücklich sein kann. Ist doch auch okay, oder? Kann man doch glücklich sein und weiß eben nicht das Richtige. Also ich kann da nur für mich sprechen. Ich kann schlecht für andere Menschen sprechen. Ich glaube aber, dass es nicht funktioniert. Also bei mir würde es nicht funktionieren. Wenn ich weiß, ich belüge mich selber und verschließe mich vor der Wahrheit oder der Wirklichkeit, dann würde ich auf Dauer auch nicht glücklich werden. Und ich finde es auch legitim zu fragen, ob es das Wichtigste auf der Welt ist, glücklich. Um jeden Preis glücklich zu sein. Das ist ja auch mal eine Frage, die man sich ruhig mal stellen kann. Also ob das die oberste Priorität sein darf. Genau. Hauptsache, ich bin glücklich. Genau. Mhm. Nun ist ja die Frage, wie sollen wir denn Wahrheit überhaupt herausfinden? Wenn du sagst, es ist wichtig, wir Menschen, es gehört zu uns, auf der Suche zu sein. Wir suchen Wahrheit. Wir sind doch von Werbung, von den Medien praktisch die ganze Zeit belogen. Wie finden wir denn dann die Wahrheit raus? Weißt du, das ist einfach das Problem, wenn man so einen philosophischen Roman schreibt, wird man solche Fragen gestellt. Ich merke schon, du machst es mir ganz leicht. Ja. Also ich glaube, es gibt einen ganz wichtigen Grundansatz. Und der Grundansatz ist, dass ich nach der Wahrheit frage. Wenn ich es nicht tue, weil ich Angst vor den Konsequenzen habe oder weil ich glaube, wenn ich zu sehr nach der Wahrheit frage, werde ich möglicherweise intolerant oder sowas, dann verschließe ich sie einfach vor mir selber. Aber der erste Schritt, die Wahrheit zu finden, ist sie erstmal zu suchen. Und da muss ich manchmal auch gar nicht so weit gehen, sondern ich kann bei mir anfangen und mich einfach mal selber beobachten und bei mir selber gucken. Und dann werden mir vielleicht einige Dinge auffallen, die mich da ins Fragen bringen. Zu diesem vor der Wahrheit verschließen ist ja auch eine Geschichte im Apothekenschrank drin. Die zweite, glaube ich, im Buch, wo es ein futuristisches
totalitäres Regime gibt in der Zukunft, also ganz strenge Diktatur. Und nach religiösen Weltkriegen sind dann die Religionen alle verboten. Und die Regierung, der Staat sagt, die Religionen sind doch im Kern alle gleich und zwingt der Bevölkerung so eine weichgespülte Mischung aus Buddhismus, Christentum, Judentum, Islam auf, sozusagen. Das sagen ja heute auch viele. Die Religionen sind im Kern gleich. Also so fern von der Wirklichkeit ist ja deine Geschichte gar nicht. Nur, dass wir nicht gezwungen werden, so eine Mischung zu glauben. Eigentlich finde ich diese Aussage gar nicht unsympathisch. Also zu sagen, da gibt es einen Kern in den Religionen, der zusammenpasst oder so. Das ist erstmal eine sehr sympathische Aussage, weil es der Versuch ist, Menschen zueinander zu bringen und zu sagen, ihr seid doch gar nicht so weit voneinander entfernt. Und insofern auch eine Herangehensweise, die gar nicht so schlecht ist. Vielleicht das Problem ist, dass sie nicht ausreicht. Also es ist, mit dieser Aussage kann man alle Menschen überzeugen, die die gleiche Überzeugung haben. Und alle Menschen, die eine andere Überzeugung haben, die nämlich der Meinung sind, das, was sie glauben, ist Wahrheit, wird man mit einem solchen weichgespülten Ansatz nicht erreichen können. Und der Hintergrund dieser Geschichte ist eigentlich, dass ich auf der einen Seite ermutigen möchte, nach der Wahrheit zu fragen, und auf der anderen Seite auch deutlich machen möchte, für Toleranz, was eine unbedingte Notwendigkeit ist, ist einfach mehr nötig als nur Gleichgültigkeit. Das sagt ja auch der Held der Geschichte vor Gericht dann. Er sagt, wir brauchen mehr als Gleichgültigkeit. Finde ich einen guten Satz auf jeden Fall. Dann die dritte Geschichte aus dem Apothekenschrank. Wir gehen nicht alle durch, aber so ein paar Highlights. Da geht es um eine Brücke, spielt in der mittelalterlichen Welt. Und diese Brücke ist quasi endlos und sie ändert ihre Gestalt, je nachdem, ob man an sie glaubt. Und die Helden in der Geschichte fragen sich, gibt es den mysteriösen Erbauer? Gibt es ein Land, in das die Brücke führt, oder ist das alles nur erfunden? Da sagt zum Beispiel ein Mann, es gibt kein jenseitiges Land. Die Brücke endet mitten im Meer. Sie führt ins Nichts. Ihr Zweck ist einzig und allein der, die Leute zu täuschen und die Pfründe der Brückenwärter zu sichern. Das ist ein ziemlich düsteres Bild. Und der Antiquar im Buch überträgt das auch noch auf die Kirche. Das klingt ja eher kritisch. Nun bist du selber Christ und schreibst sowas eher Negatives über die Kirche? Ich finde es ganz wichtig, dass wir kritisch sind, auch uns selbst gegenüber. Und ich glaube, es gibt viele Gründe, der Kirche gegenüber kritisch zu sein, denn da sind viele Dinge falsch gelaufen und laufen möglicherweise auch immer noch falsch. Die Brücke ist ja in diesem Gleichnis ist im Prinzip ein Bild des Glaubens, auf dem ganz viele verschiedene Dinge, der sich immer sehr unterschiedlich zeigt. Und auf dem auch verschiedene Bauten sozusagen sind. Das ist schon auch mal eine Anspielung auf die verschiedenen Kirchen. Aber im Kern wird in dieser Geschichte dann deutlich, das Entscheidende ist eben nicht das, was ich sehe, also nicht die äußerlichen Dinge, sondern das, was mich letztlich, wenn es ernst wird, wirklich trägt. Auch über einen scheinbaren Abgrund hinweg. Wobei das eben diesem Vorwurf ähnelt, wenn der jetzt sagt, es gibt gar kein Land hinter der Brücke sozusagen, wenn man Kirchen vorwirft, ihr vertröstet die Leute aufs Jenseits und holt euch dadurch jetzt hier ihr Geld sozusagen. Das ist ja, kann man ja 1:1 eigentlich übertragen. Das darf man durchaus 1:1 übertragen, diesen Vorwurf. Und du sagst jetzt quasi, es ist okay, der Kirche solche Vorwürfe zu machen, aber da gibt es noch mehr. Also wenn ich jetzt mir das angucke, auch wieder der Antiquar, vielleicht sprichst du da so ein bisschen durch den Antiquar in dieser Situation, der sagt ja im Buch, Religion kann mitunter sehr hinderlich sein, wenn es darum geht, Gott zu begegnen. Eine krasse Aussage irgendwie, oder? Wie meinst du das? Wie ist das zu verstehen? Mit Religion meine ich das, was man eben gemeinhin unter Religion versteht. Das sind bestimmte Äußerlichkeiten, bestimmte Riten, bestimmte Gewänder. Und wieso hindern die einen dran, Gott zu begegnen? In der Kirche auch manchmal eine bestimmte Sprache und so weiter. Und diese Äußerlichkeiten können ein falsches Bild von Gott vermitteln. Und sie können einen auch ein Stück weit ablenken vom Eigentlichen. Wenn in der Kirche beispielsweise nur Musik gespielt wird, die vor 400 Jahren mal top war, oder wenn der Pfarrer im Grunde genommen verkleidet aussieht und auch ein bisschen merkwürdig spricht, dann vermittelt das beispielsweise das Gefühl, okay, die Kirche ist etwas extrem Veraltetes, also ist Gott auch etwas Veraltetes. Und da glaube ich, das ist ein Irrtum.
reicht es auch nicht aus, das einfach nur zu modernisieren, sondern ich glaube, es ist wichtig, immer wieder hinter die Kulissen zu blicken und auch deutlich zu machen, viele dieser Dinge, auch manchmal religiöse Gefühle, sind nicht das Eigentliche, sondern im Prinzip alles nur Bauten auf der Brücke. Das Eigentliche ist eben das Vertrauen, das eben auch dann noch bestehen bleibt, wenn alles dagegen zu sprechen scheint. Nun, weil du gerade Gefühle sagtest, gibt es ja im Roman, jetzt in der Rahmenhandlung um die kleinen Geschichten drumherum, auch eine Liebesgeschichte. Mhm. Wie spricht man denn den Namen der Heldin richtig aus? Linnea? Ja. Ja, also finde ich einen sehr schönen Namen. Linnea ist ja die Nichte des Antiquars, richtig? Die Enkelin. Die Enkelin. Die Enkelin des Antiquars und der Held verliebt sich in sie. Mhm. So überzeugend geschildert, also diese Liebe kann man richtig gut nachvollziehen. Sie sagt aber auch mal etwas, also die beiden reden dann auch über Glauben, weil das eben durch diese Geschichten immer so angeregt wird beim Helden. Und sie sagte einmal, wenn ich genug getrunken habe, bin ich nicht mehr durstig. Wenn ich ausgeschlafen habe, bin ich nicht mehr müde. Aber es gibt da etwas in uns, das nicht so funktioniert. Wir haben eine Leere in uns, die nicht gefüllt werden kann. Eine Art Hunger der Seele, die wir nicht stillen können. Ich verspüre eine Sehnsucht nach Schönheit. Aber wenn ich solche tiefen Momente der Schönheit erlebe, bleibt stets so etwas wie Wehmut zurück. Es ist fast so, als ob ich diesen Hunger der Seele erst wecken würde, statt ihn zu stillen. Erlebst du sowas auch? Irgendwo eine Schönheit, wo du dann das Gefühl hast, das weckt noch Sehnsucht in dir und die wird aber nicht von der Schönheit gestillt? Was da quasi Linnea auch schildert? Das ist auf jeden Fall auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe und die ich auch immer wieder mal mache. Das sind jetzt nicht Momente, die ständig passieren, sondern das sind dann schon ganz besondere Momente. Wenn man irgendwo im Urlaub ein ganz besonderes Naturerlebnis hat oder nach einem ganz besonderen Tag unter Freunden zusammensitzt oder auch bei manchen Büchern ging es mir so. Mhm. Auch bei bestimmter Musik, dass das so kleine Momente sind, wo man merkt, jetzt ist man auf ganz besondere Art und Weise berührt. Also man kann die Schönheit sehr tief empfinden und gleichzeitig ist da aber ein Gefühl der Wehmut. Also es ist eher eine Sehnsucht, die geweckt wird. Und das finde ich etwas sehr Faszinierendes, denn Sehnsucht ist ja ein Gefühl, dass einem was fehlt. Ja. Und im Grunde kriegst du ja in dem Moment was. Du kriegst Schönheit, aber warum weckt es in dir das Gefühl, dass dir was fehlt? Genau. Was fehlt dir dann? Fehlt dir dann noch mehr Schönheit, dass du sagst, dieses Tal, was ich hier vom Berg beim Klettern sehen kann, ist wunderschön, aber ich will noch mehr Täler sehen und alle gleichzeitig? Oder was ist das für ein Gefühl? Das wäre der erste Schluss, den man ja daraus ziehen würde. Und die Erfahrung zeigt aber, dass es so nicht funktioniert. Also ich kann dann alles noch mal genauso versuchen. So ist es ja auch in dieser Geschichte, dass die Frau alles probiert, um diese Situation wiederherzustellen und dann feststellt, es funktioniert nicht. Es ist beim nächsten Mal schwächer und beim dritten Mal ist es vielleicht gar nicht mehr da. Und dann taucht diese Sehnsucht auf einmal an einer ganz anderen Stelle wieder auf. Und in dieser Diskussion zwischen diesen beiden wird ja auch deutlich, dass es nur zwei Schlussfolgerungen gibt. Entweder der Mensch hat etwas in sich, was irgendwie eine Art Fehlfunktion, also irgendwie betrügt er sich selbst. Mhm. Oder es gibt da noch etwas, diese Sehnsucht oder dieses Heimweh, was er hat, hat tatsächlich einen Gegenpart, ein Gegenüber, was wir eben momentan nur nicht erkennen können. Also das wäre eben die zweite Interpretation. Und ich glaube, dass das die richtige ist. Du sagst also, wenn du auf einem Berg stehst und guckst in ein schönes Tal und empfindest diese Schönheit wie einen Schmerz sozusagen, dann ist das eine Art Heimweh nach Gott. Warum nach Gott, wenn das Tal doch schön ist? Weil es ja nicht das Tal ist, sondern das kann ich ja relativ einfach feststellen, indem ich es wieder ausprobiere. Ja? Dann stelle ich fest, okay, jetzt war ich 5-mal an diesem Tal, ist immer noch toll, sieht noch ganz genauso aus, aber das Gefühl ist nicht mehr da oder diese Empfindung ist nicht mehr da. Das heißt, es ist so ein kleiner Punkt, wo so eine Art Heimweh geweckt wurde, wie so ein Lichtstrahl, der durch eine sonst verschlossene Tür dringt. Und das, was es eigentlich ist, was dieses Gefühl weckt, das ist hinter dieser Tür. Und ich glaube, dass das Gott ist mit allem, was ihn umfasst. Denn Gott bedeutet für uns ja auch ganz intensive Begegnung und auch eine andere Lebenswirklichkeit, die da eben angedeutet wird. Hast du schon mal daran gedacht, Philosophie zu studieren? Da ich ja eine Familie habe. Und jetzt schon den zweiten Beruf? Da willst du keinen dritten starten? Eher nicht, oder so? Nein.
Aber du hast wirklich einen sehr philosophischen Roman geschrieben, aber gleichzeitig ganz zart und wunderschön erzählt. War dir das klar, als du damit angefangen hast? Hast du schon gedacht, das wird jetzt der große philosophische Wurf sozusagen, sowas wie Alice im Wunderland oder der kleine Prinz oder so, also immer mit so Weisheiten drin? War das dein Ziel auch? So bewusst eigentlich schreibe ich nicht. Also meine Grundannahme ist die, weil ich ein Mensch bin, der Dinge besser verstehen kann, wenn sie mir in Geschichten begegnen, gehe ich einfach davon aus, dass es vielen Menschen ähnlich gehen wird. Und so versuche ich halt das, was mich beschäftigt und wo ich Dinge glaube zu verstehen, das eben in solche Geschichten zu packen. Das war im Prinzip der schlichte Grundansatz dieses Buches sozusagen. Und erst später ist dann so die Idee entstanden, das Ganze in eine Rahmenhandlung einzubetten. Also nicht nur die Kurzgeschichten für sich stehen zu lassen, sondern in eine Rahmenhandlung einzubetten, einfach damit man diesen Geschichten intensiver begegnen kann und danach auch noch ein bisschen mehr erfährt. Hat geklappt. Also man will natürlich wissen, schafft es der erfolglose Autor Marvin linear zu gewinnen für sich? Und die sind sehr verschieden, aber können die was miteinander anfangen? So funktioniert es immer. Die Liebesgeschichte zieht einen rein in die Geschichte und dann zieht man das Ganze tiefgründig, was du damit untergebracht hast, sehr gerne mit in sich auf. Also ich kann nur sagen, lass das mit Philosophie studieren und schreib noch mehr von solchen Büchern. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch unser Gespräch gerade. Vielen Dank, dass du zu Auserlesen gekommen bist. Und vielen Dank an Sie, dass Sie zugeschaut haben. Das Haus der Geschichten wäre vielleicht was, wenn Sie sich mal philosophisch oder ein bisschen tiefgründiger in eine Romanhandlung stürzen wollen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht macht es Ihnen auch Spaß. Danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss.